chill ich mal. Ja, ich gebe mir die Ruhe, mach die Türklingel auf, es kommt mir keiner in die Bude. Ich geh nicht mal ans Telefon, hinterlass mir halt ne Nachricht nach dem Ton. Heute chill ich mal. Ich gebe mir die Ruhe. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mountain Blade Warband. Ich bin Asarius. Und wir haben das letzte Mal hier vor Halmar kampiert. Und ja, unser Trupp ist relativ stark und wir können sogar noch was upgraden. Das war der Scharfschütze. Nice, das ist der beste Armbrustschütze von Spadien. Und ja, ich glaube, wir müssen jetzt in Halmar sogar mal wieder uns was zu essen besorgen. Beziehungsweise mal wieder ein bisschen regen Handel treiben. Ich habe ja noch die Töpferwaren dabei, die muss ich auch noch irgendwo verkaufen. Das Salz werde ich hier gut los, sehe ich gerade. Essen haben wir noch ein bisschen was. Gibt es was billig? Brot gibt's, ist glaube ich relativ günstig sogar hier. Nehmen wir das Brot mit. Und billig noch mal zwei Töpferwaren. Versuchen wir mal die Töpferwaren. Wo kommen wir mal hin? Ja, okay, Charis, da kommen wir seit dem letzten Mal nicht mehr hin. Ich glaube, da wäre es clever, nach Dirim zu gehen. Ja, zu gehen, nicht zu reiten, zu gehen. Ich habe es mir mal gemerkt. Mal sehen, wie lange es anhält. um mal die Töpferwaren da zu verhökern. Ich krieg sogar einen relativ guten Preis dafür. Ja, das ist Schmerzgrenze. Da können wir noch ein bisschen Korn mitnehmen, ist relativ billig. Gar nicht darauf geachtet, was haben die denn Gutes im Angebot? Oh, die wollen Eisen haben. Da weiß ich ja, wo ich es herbekomme. Gut, dann treiben wir heute noch mal etwas Handel. Lassen unsere Truppen verschnaufen. Bevor wir dann zurückkehren in die Wüste und noch mal bisschen Rabatz machen. Ne, das lohnt sich nicht. Ist alles teuer hier. Ich glaube, Eisen ist gerade Mangelware, deswegen wollen die alle so viel dafür. Aber hier gibt es gut Eisen, billig Eisen. Wenn ja auch die Töpfer waren gut los. Das Eisen kann ich dann teuer auch in Revardin wieder an Mann bringen. Oh ja. Ordentlich Gewinn rausgeschlagen aus der Geschichte. Und ich glaube, Kudan haben wir noch gar nicht besucht im Let's Play. Reiten wir da mal hin, gucken wir mal, was die so Schönes für uns haben. Da können wir auch mal die Schenke besuchen. Vielleicht haben wir ja Glück und treffen auf einen guten Gefährten. Sieht mir aber jetzt nicht danach aus. Kavallerie braucht man nicht. Hier oben findet man meistens niemanden mehr genauer. Ich finde auch schön. Ich meine, es hat wirklich genauso, wie ich es mir vorstelle. Es gibt halt so ein Schlafraum, was weiß ich, hier bezahlt man vielleicht für die Nacht 10 Dinare. Für hier bezahle ich vielleicht schon 20, weil ich hier in einer kleineren Gemeinschaft schlafe. Das ist, so stelle ich mir das vor. Und dann gehe ich halt runter hier. Ey, Wirtstante, mach mir mal ein Met fertig und ein Stück Pökelfleisch. Und dann setze ich mich hier so. Also ich würde mich ja, wenn ich hier Gast wäre in Real Life jetzt, ich würde mich hier hinsetzen, ja. Will mich hier richtig schön besaufen. Und kaum sage ich besaufen, da macht erstmal die Aufnahme einen Abgang. Oh Mann, oh Mann. Ja, da, aber da bin ich wieder. Für euch natürlich wieder ein minimaler Schnitt, ja. Für mich hier wieder 10 Minuten Arbeit, weil ich gucken musste, wo liegt das Problem. Aber für euch immer wieder gerne. Gut, und wir wollten jetzt abhauen hier.
auskudern. Gucken, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war ich schon auf dem Marktplatz? Nee, sonst hätte ich nämlich gesehen, dass ich die Felle hier für einen absoluten Spottpreis kriege. Und bestimmt da oben in Revardin, in Rivacek meine ich. Revardin war ja... Revardin ist das da unten? Ja, genau. Dass ich das da oben in Rivacek für einen absoluten Spottpreis verticken kann. Also für einen Spottpreis für die natürlich. Aber für einen guten Preis für mich. Und nee, die sind relativ günstig, was das angeht. Da würde ich sagen, steuern wir mal die Riemen an, auch wenn es ganz schön weit ist. Verticken das. Und danach würde ich sagen, fast schon wieder runter in die Wüste. Mal schönen Schwung Truppen holen dann hier. Dann ab in die Wüste. Und hier werde ich die Felle für einen richtig guten Preis los. Alter Schwede. Nochmal schön Nahrung mitnehmen. Ja, dann würde ich sagen, da kann ich bestimmt nochmal Truppen holen. Zwei? Kann ich noch welche mitnehmen? Ich kann auch fünf mitnehmen. Das war schon Rekruten, müssen wir mal weiter hochpacken, damit die gelevelt werden. Das ist geplündert, das ist alles geplündert. Ja, scheiß drauf. Moment. Ach, da Saren liegt hier auf dem Weg. Und das auch. Wir können auch hier nochmal lieber Truppen mitnehmen. Da kann ich nochmal Infanterie nachziehen. Einer. Weil für Belagerungen und sowas nachher wird auch wichtig, dass ich gute Infanterie habe, die auch die Mauern stürmen können. Und dass ich da nicht nur ankomme mit Armbrustschützen und Bogenschützen. Und ich brauche natürlich auch eine Hauptstreitkraft, die dann einfach mal die Belagerungsleiter oder den Belagerungsturm dann erstürmt und mir die Burg nimmt. Jetzt haben wir natürlich wieder einen Nachteil. Jetzt konnte ich mit den Rodox während der Kriegszeit keine Freundschaft mehr so richtig knüpfen. Weil die Zeit für die Truppenausbildung auch drauf gegangen ist. Ja, aber dann. Das muss sein. Wir sind die Hauptstreitmacht. Wir wollen alleine kämpfen. Wir wollen uns mit niemandem zusammenschließen. Und 109 sind ein bisschen viel, da renne ich lieber. Und ja, ich renne und reite nichts. Ihr habt richtig gehört. Karawane, die hole ich. Komm. Ich habe Forderungen an euch. Ja, hier, komm. Die klatschen wir jetzt weg. Die haben natürlich Reiter, das heißt, ich formiere mich erstmal hier. Feuer einstellen. So, und sobald die in Reichweite sind, gibt es erstmal einen richtig schönen Feierhage. Und zwar jetzt. Erstmal einen von mir einen Headshot gegeben und null Schaden gemacht. Ich muss ein bisschen besser aufpassen jetzt auch in meinen künftigen Gefechten. Ich darf nicht so übermütig werden. Ich bin verwundbarer, als ich denke. So eine Karawane ist eigentlich easy für meinen Fortschritt bis jetzt im Spiel. Und da die Nachzügler, die wollen wir uns auch noch. Diese kleine saranidische Streitkraft, die mit der Karawane zusammenzieht. Da bin ich nochmal gekonnt ausgewichen. Oh, und jetzt habe ich wieder einen von mir erwischt. Oh Mann. Bogenschießen muss ich echt nochmal ein bisschen üben. Ich glaube, wir sind
Sind wir von lustfrei hier rausgegangen? Ich glaube schon. Tatsache! Und das Schöne ist, wir haben wieder reichlich Leute zum Befördern. Das ist das Schöne. Und die haben so gute Sachen dabei. Natürlich habe ich jetzt ein Problem mit dem 105er dort. Oh, den kann ich... Den dürfte ich eigentlich... Ach du Scheiße, halt! Oh nein, 105. Ich kann mich aber... Nein, ich darf mich nicht ergeben. Ich muss das gewinnen, Leute. Ich könnte jetzt zwar... Ich könnte... Nein, niemals. Ich kämpfe. Ich kämpfe bis zum letzten Mann. Und ich kann das schaffen gegen den Typen. Ich weiß nicht, ich spiele das Spiel schon so lange und so gerne. Und ich habe bestimmt schon Schlimmeres geschafft als den Kamel-Treiber. Auch wenn der hier mit einer richtig breiten Front ankommt. Ich gebe den Feuerbefehl. Scheiß drauf. Macht sie alle, Männer. Der hat so viel Kavallerie. Und so gute Infanterie auch am Start. Ach, scheiß drauf. Wir greifen an. Los, Männer. Das wird... Jetzt wichtig, dass ich hiermit aufräume. Denn wir verlieren richtig viele Männer. Ich verliere so viele Männer. Nein. Und ich bin down. Die haben mich richtig aufgerieben. Ich kann mich verpissen. Boah, hab... Ich viele Leute verloren. Ja, ist klar, die beschweren sich jetzt. Das darf nicht nochmal passieren. Ach du Scheiße. Verdammt. Da bin ich ausgerechnet noch an so einen geraten. Das wirft mich jetzt natürlich richtig zurück. Ich habe bestimmt noch... Bestimmt würde ich besten Männer verloren. Natürlich der Sergeant ist tot. Großteil der Infanterie ist tot. Und ein Haufen Armbrustschützen sind tot. So schnell kann es gehen. Jetzt muss ich aufpassen, wo ich hinlaufe. Ich war... Oh, das, wie knapp das wieder war. 70 Mann. Deren Kavallerie ist nicht zu unterschätzen. Ich werde jetzt möglichst mal ins Landesinnere ziehen. Und mir schnell wieder eine kleine Schlagtruppe zusammensammeln. Ich werde mal versuchen, jetzt ein paar Roderkleuter wieder mitzureisen. Die Banditen möchte ich jetzt nicht angreifen. Und Elaine hat eine Stufe erreicht. Da kümmere ich mich auch später drum. Jetzt heißt es Männer, Männer, Männer. Ich brauche Soldaten. Dringend. Ich habe jetzt so viele gute Leute verloren. Ich muss wieder aufrüsten. Das war jetzt... Es hätte so gut ausgehen können. Wir hätten so gut trainieren können. Aber es ist eben auch die Sache. Legst du dich mit einem an. Wissen alle davon. Und dann kommen sie halt im Rudel. Und ich hätte auch den 107er besiegen können mit seinen 107 Mann. Aber er hatte einfach zu starke Kavallerie. Und Kavallerie überrennt einfach alles in dem Spiel.
Deswegen spiele ich auch selbst so ungerne Kavallerie, weil ich dann gar keinen Spaß mehr am Spiel habe. Weil sonst durch rennt immer alles drüber. Das brauche ich auch nicht. Deswegen hole ich mir jetzt wieder meine gute Truppe Fußsoldaten. Schon wieder genug. Einen kann ich noch mir holen von den Rodok da in diesem Dorf. Dann werde ich das mal nutzen, denn der Lane hat ja eine Stufe. Dann gebe ich dem mal eine auf Intelligenz und dann kann der mal wo haben wir's Ausbilder lernen. Und dann kann er nämlich die Rekruten mit ein bisschen ausbilden. Dann habe ich einmal, glaube ich, Ausbilder jetzt, oder? Warte mal, mal aktualisieren. Trupp. Achso, er kann gerade keine ausbilden, weil die alle eine bessere Stufe haben. Okay, dann wäre mein nächstes Ziel jetzt tatsächlich am besten direkt wieder runter, um dem Bastard zu zeigen, dass ich mich erholt habe von diesem Angriff. Oh, ich hab 6 Schulden. Moment, dann machen wir erst noch mal einen Umweg nach Feluca, oder ja, sagen wir mal Feluca oder Veluca. Denn ich weiß, ich habe noch Handelswaren vom letzten Überfall. Und Schulden sind das Letzte, was ich hier machen möchte. Ich sehe auch, ich brauche noch Nahrungsmittel für die Reise. Schulden möchte ich auf keinen Fall machen. Da würde ich sagen, ab dafür in die Wüste. Aber was wir so in der Wüste erleben, meine lieben Freunde, das erfahren wir dann doch leider erst wieder in der nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt, Mountain Blade Warband mit mir, dem Sarius. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.